Hey Leute, ich bin Martin von MP Garage und wir sitzen hier in einem Audi R8 mit einem V8 Saugermotor und einem manuellen Schaltgetriebe. Das manuelle Schaltgetriebe macht meiner Meinung nach mehr Spaß. Die meisten wurden zwar mit einem R-Dronic-Getriebe gekauft, was aber relativ anfällig ist. Audi R8 leistet 420 PS, beschleunigt von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden, relativ einfach zu merken, 4,2,0. Und ja, was gibt's sonst zu sagen bei dem Wagen? Das Fahrzeug macht so viel her, es ist Baujahr 2009, wenn man mit dem Fahrzeug durch die Stadt fährt, es ist wirklich, man fällt auf damit, es ist ein Eyecatcher, meiner Meinung nach, und Wahnsinnswagen. Und jeder, der schon mal einen R8 V8 von hinten gesehen hat, der weiß, okay, an dem Wagen wurde was verändert. Ja, haben wir. Wir haben den Stoßfänger vom V10 Plus Facelift verbaut mit den großen Endrohrblenden und zusätzlich dem Wagen noch Fossen CVT Felgen verpasst in der Größe 9x20 an der Vorderachse und 10,5x an der Hinterachse. Des Weiteren haben wir dem Wagen V10 Sideplates verbaut. Die sind anders als die vom V8, nicht ganz bündig zum Fahrzeug, sondern stehen diesen kleinen Ticken raus, den man hier sehen kann, und generieren so dem Motor mehr Luft. Und um das Carbonpaket des Fahrzeugs abzurunden, haben wir noch am Stoßfänger vorn eine Carbon-Spoilerlippe verbaut. So, dann schauen wir mal in den Innenraum des Audi R8. Der Innenraum vom Audi R8 finde ich sehr übersichtlich. Man sieht in der Mitte den manuellen Ganghebel und die manuelle Handbremse. Ansonsten ist alles sehr ordentlich und aufgeräumt. Wenig Anzeigen und wenig Knöpfe. Sehr übersichtlich alles und wenig Elektronik. Aber mein absolutes Highlight an diesem Wagen sind die modifizierten LED-Rückleuchten vom Facelift mit dem Wischblinker-Modul. Das macht das ganze Fahrzeug noch dynamischer und noch sportlicher. Der Audi R8 hat auch einen V8 Saugermotor wie der C63 AMG, den ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Allerdings gibt es da zwei grundsätzliche Unterschiede. Der AMG ist ein Saugrohreinspritzer, das bedeutet, er spritzt in den Vorraum vor der Brennkammer ein. Der Audi hingegen ist ein Direkteinspritzer, ein V8 FSI, und spritzt direkt in den Brennraum ein. Das bedeutet, beim Mercedes ziehen wir schon Luft-Kraftstoff-Gemisch in den Brennraum, während wir bei dem R8 nur Luft verdichten und dann in die verdichtete Luft den Benzin einspritzen. Hast du auch nicht gewusst, gell? Ich habe keine Ahnung, was du gerade erzählt hast. Der Audi R8 ist ein Mittelmotorwagen. Das bedeutet, wir haben die Vorderachse und die Hinterachse. Und der Motor liegt vor der Hinterachse. In unserem Fall haben wir den Motor direkt hinter der Rückwand hier. Danach dann das Getriebe. Links und rechts die Ausgänge für die Hinterachse, eine Kardanwelle, die nach vorne geht, für die zwei Vorderräder. Quattro. Und wie der Audi R8 klingt, zeige ich euch jetzt.
So Leute, das war's für heute vom Audi R8. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gefällt mir, kommentiert und liked unseren Kanal. Danke euch!